wo. Und da ist die Frage, warum kriegt die Pflanze auch Wucherungen oder Krebswucherungen? Oder wie siehst du das? Wie schaut das aus, dass du sagst, okay, ist das halt für ein paar Bestimmungen oder ist das so bestimmt oder ist das wirklich ein Ausdruck von einem Fehlplatz, dass du am falschen Ort stehst oder dass du am falschen Platz bist oder dass du so als Mensch so lebst, dass du auch die Krebsgeschwüre entwickelst? Weil, wie siehst du das? Da gibt es sicher verschiedene Ansätze. Gut, also meine Sicht, nach meiner Forschung ist es so, das Prinzip des Lebens ist das Wachstum. Mhm. Ja? Weil wie gesagt, im Universum zerfällt alles und manche Dinge wachsen auch. Und wenn in etwas so viel Wachstumskraft ist, dass der natürliche Zerfall ausgeglichen ist, dann kann es bleiben, was es ist. Und bleiben hat dieselbe sprachliche Wurzel wie Leben. Nämlich Leib, das heißt kleben. Man sieht das schön bei einem Baum. Im Frühling, da sind die Wachstumskräfte sehr, sehr stark. Viel stärker als die Zerfallkräfte. Daher sprießt alles. Im Sommer sind sie beide ausgeglichen. Und im Herbst nehmen dann die Zerfallskräfte überhand. Darum verliert er dann wieder die Blätter. Und bei Menschen ist das auch so. Also wir Menschen haben einen Frühling, einen Sommer und einen Winter. Ne? Als Kind wächst alles, als Erwachsener sind wir einigermaßen stabil. Im Alter geht es wieder zurück. Also Wachstum ist die Essenz des Lebens. Und wenn jetzt die Lebensumstände so sind, dass das Wachstum nicht in der natürlichen Form wirken kann, dann wirkt es in diesem Lebewesen auf einer Ersatzebene. Und bei Menschen, nehmen wir mit dem Menschen, da sehe ich das jetzt so. Ein Mensch hat ja verschiedene Ebenen des Lebens, nämlich wir haben eine Zellebene, wir haben eigentlich eine Pflanzenebene, das ist unsere organische Ebene, dann haben wir eine tierische Ebene, das ist sozusagen der Affe in uns, und wir als Menschen haben wir eine geistige Ebene. Die eigentliche Aufgabe eines Menschen ist, geistig zu wachsen. Weil geistig können wir immer wachsen. Und das ist das, was uns Menschen ausmacht. So, wenn wir nicht auf der geistigen Ebene wachsen, dann bleiben als Ersatz nur die drei anderen, die tierische Ebene, die pflanzliche Ebene und die Zellebene. Die tierische und pflanzliche Ebene versteht es nicht, das Gut. muss man nur mal erklären. Die tierische Ebene... Also so, dass wir als Körper Zellen haben und das Geistige, oder die, das verstehe ich schon, aber tierisch und pflanzlich verstehe ich nicht. So, also wenn du dir ein Gewebe anschaust oder ein Organ, also die Haut ist ein Gewebe oder die Leber ist ein Organ oder das Herz ist ein Organ, dann kann man in gewisser Weise sagen, das ist sozusagen unsere pflanzliche Ebene. Und wenn du jetzt verschiedene Gewebe geschickt kombinierst in ein Bewegungssystem, dann hast du ein Tier. Das ist die tierische Ebene. Okay. Sehr vereinfacht. Ja, okay. Passt dir das auf der Ebene? Passt. Okay. So, wenn wir also jetzt nicht auf der geistigen Ebene wachsen, dann bleibt uns als sozusagen Ersatz hier nur die tierische, die pflanzliche oder die Zellebene. Nur die tierische Ebene, das typisch tierische ist Bewegung, Sensomotorik. Und Wachstum in der Sensomotorik ist Aktivität in der Sensomotorik. Das wäre jetzt zum Beispiel extremen Sport zu betreiben. Dazu gehört aber auch alles Sensorische, zum Beispiel extrem in die Sexualität hineinzugehen. Auf der pflanzlichen Ebene, was macht eine Pflanze? Die hat Größenwachstum. Ja, ich kann natürlich immer fetter und fetter und blader werden. Ja. Das ist auch ein Wachstum. Aber das ist natürlich etwas, das nicht unbedingt gesund ist. Menschen, die jetzt nicht geistig genug wachsen, die gehen dann entweder in die Hyperaktivität, dass sie unheimlich viel Sport betreiben, dass sie unheimlich viel Sex haben. Oder sie gehen in die, sozusagen das körperliche Wachstum, dass sie recht viel essen, dass sie zunehmen. Und die dritte Ebene ist die Zellebene. Und wenn du dir den Ramana Maharshi wieder anschaust, der hat da oben auf seinem Berg Arunachala, also geistig ist er nicht mehr gewachsen. Jetzt tierisch konnte er auch nicht wachsen, weil der ist da oben nicht ganz dauernd joggen gewesen.
Jetzt mit seiner Ernährung ist er, der ist auch nicht blader und blader geworden. Also bleibt beim Ramana Maharshi nur mehr das Wachstum auf der Zellebene und das ist Krebs. Also da hat sich die Wachstums, das sozusagen das Wachstumsprinzip, das in jedem Lebewesen drin ist, muss sich auf irgendeiner Ebene zeigen. Und jetzt kommen wir zu den Pflanzen, weil du gefragt hast, es gibt ja auch Pflanzen, die Krebs haben. Und das sehe ich so. Nimm eine Eiche. Wenn eine Eiche eine Eiche hat auch, der Zweck einer Eiche ist, die größte Eiche zu sein, die sie sein kann. Das sagen wir alle, boah, so eine super, ja? Eiche, so schön. So super. Die hat eine maximale Größe von etwa 35 Metern. Mehr ist physikalisch nicht drin für eine Eiche. Wenn die jetzt an einem Platz ist, der ihr das nicht erlaubt, dann kann es sein, dass sie sozusagen, sie kann jetzt nicht die große Eiche sein, die sie ist, weil das irgendwie ein blöder Platz ist und so weiter. Dann kann es sein, dass sich eben dieser überschüssige Wachstumsprinzip, das sich nicht ausleben kann als Eiche, dass sich das dann auf der Zellebene als eben auch Krebs zeigt. Verständlich. Das kann man irgendwie. Ja, und logisch. Fast logisch. Ja, ist logisch. Also, wenn das Prinzip von Leben Wachstum ist, dann muss bei jedem Lebewesen, muss sich dieses Prinzip zeigen. Und entweder kann es sich natürlich zeigen. Und wenn es sich nicht natürlich zeigt, dann wird es eben, wird sich krankhaft zeigen.